So, Wunderbärchen. Ich sehe aus... Super. Echt super. Ich sehe aus, als wäre ich gerade irgendwie Marathon gelaufen. Ist auch so, ich habe... Junge, ich war so produktiv. Ich habe gestaubsaugt, ich habe die Küche gemacht, ich habe geputzt. Dann wollte ich... Ich war einkaufen. Dann wollte ich noch kochen jetzt und habe gemerkt, oh scheiße, Digga, du musst eigentlich noch Video aufnehmen. Also koche ich einfach danach. Boah. Man muss Prioritäten setzen. Bei uns ist hygienisch sauber. Es wird jeden Tag gesaugt. Es wird am Ende Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Und heute... Machen wir was anderes als sonst immer, ja? Sonst ist immer gleich. Ich starte 5M, ich gebe oben ein, German, ja, und dann suche ich mir irgendwelche Schmutzserver raus. Und es sind wirklich ausnahmslos alles Schmutzserver. Auf jeden Fall suche ich mir dann einen Server raus. Und dann gehen wir halt drauf, werden gebannt, kommen nicht rein, bla bla bla. Heute werde ich nur auf ausländische Server gehen, beziehungsweise chinesische Server, russische Server. Gibt es überhaupt russische Server? Bestimmt. Ja, wie suche ich danach? Ihr wisst, was ich meine, ne? Nur ausländische Server heute. Bab me hingong. Wie suche ich nach Russland? Russia? Das sieht doch schon mal... Amazing RP, Free RP. Boah, das sieht geil aus. Amazing RP. Ist safe amazing. Das Lustige daran ist, ich glaube sogar, dass diese Server besser sind als die deutschen. Weil die deutschen 5M-Server sind toxic as fuck. Also richtig, richtig schlimm. Ich glaube sogar, dass die besser sind. Die können nur besser sein. Noch schlechter geht nicht. Noch schlechter geht einfach nicht. Ha. Ich glaube, ich muss im Discord sein, ne? Ich glaube, das heißt Discord. Ah, ich kann aber nichts lesen. Never mind. Es gibt noch andere russische Server. Bitte sag mir, ich kann hier drauf ohne Whitelist. Bitte. Ja, sieht aber gut aus. Ich glaube, das funktioniert. 3000 Jahre später. Oh nein, es dauert ja wirklich Jahre. Oh nee. Wie soll ich denn da joinen? 3 Tage später. Boah, und es ist halt auch noch 35 Grad draußen gerade. Es ist unglaublich. Es ist viel zu heiß. Ich bin am Schwitzen jetzt schon und ich nehme erst 5 Minuten auf. 1 Stunde später. Ah, es geht. Das Lied ist wahrscheinlich copyrighted, deswegen lieber gemutet lassen den ganzen Spaß. Aber es scheint zu funktionieren. Es sieht doch schon ziemlich vielversprechend aus. Ach, du Scheiße. Ich brauche eine Übersetzungs-App. Ah, Anmeldung, Ausfahrt. Okay, rechts ist Ausfahrt. Links ist Anmeldung. Wir machen die Anmeldung. Ah, okay. Name? Das könnte echt dauern. Ach du Scheiße. Ich muss jedes Wort übersetzen lassen. Mail, weil ich keine russischen Buchstaben habe. Kata-Kata alles rausschneiden hier. Diesen Krampf. 3 Tage später. Yes! Ist geschafft. Ich bin drin. We in, Boys. Selbst das ist schon besser als jeglicher deutscher 5M-Server. Das hier sieht einfach gut aus. Es ist gut designt. Man sieht, was man macht. Guck dir das mal an, wie schön. Man sieht, was man verändern will. Ich wäre halt nur gerne ich selber. Okay. Was zur Hölle tue ich hier? Was zur Hölle ist das? Da steht irgendeine Warnung. Google Übersetzer. Drücken Sie zur Anzeige der Hotkeys F9. Ah ja, okay. Passiert nichts, dann ist klar. Das wird ein Krampf. Oh, um Gottes Willen ist das ein Krampf. Okay, alles klar. Aber, Junge, die Map sieht auch irgendwie anders aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier so viele Bäume standen. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber es sieht gut aus. Auf zum russischen Würfelpark. Dieser Server ist irgendwie cool. Bisher gefällt es mir. Sehr gemütlich, auch wenn ich kein Wort verstehe. Und das sind leider alles NPCs. Ich hoffe, ich treffe aber bald gleich einen Ruski. Der erste Russe, den ich treffe, der wird mein Freund. Na. Man bekommt Geldstrafen. Irgendwas mit $100, wenn ich andere Autos ramme. Das ist irgendwie smart. Aber auch der Himmel, oder? Kommt mir das nur so vor? Der Himmel sieht auch irgendwie anders aus. Generell, die Texturen sind hier alle irgendwie ein bisschen anders. Und es leckt halt auch nicht. Das ist gut. Ich sollte aufhören, den Server so in den Himmel zu loben, weil noch habe ich keinen Spieler getroffen, ja? Kann ja sein, dass das generelle RP-Verhalten der Leute hier trotzdem ziemlich schlimm ist. Ich frage mich halt, wie ich bei so vielen NPCs die richtigen Spieler erkennen soll. Junge, hier ist alles zugekleistert mit NPCs. Natürlich gibt das dem Spiel irgendwie eine Art von Leben, ne? Aber das ist zu viel. Kein Spieler am Krankenhaus. Super duper, Junge. Polizei wahrscheinlich. Wo ist das PD? Das ist das Krankenhaus. Okay, never mind. Das mit der Pille, wo ich gerade war, ist gar nicht das MD. Na, da war ein Spieler. Der Blaue. Er ist einfach gottlos schnell. Ist das ein Spieler? Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist ein Spieler. Oi. Hallo, hallo, привет, hallo. Здорово, чё ты так нечёшься? Привет, nice car, my friend. Yes, yes, get in. English? Hallo, hallo. English? Will der nicht mit mir reden? Ist irgendwie... Hallo. Der hat keinen Bock, ne?
Сейчас я быстренько Сейчас я за сумкой сбегаю, посмотрю. А, hello, hello, my friend. Hello. Мне не кажется? English, please. Hello. Juckt ihn nicht, ne? Der wird wahrscheinlich jetzt aussteigen und das Auto wieder mitnehmen. Ist okay. Hallo. Der hat einen Admin gerufen. Hello, hello, hello. Так как у нас пришел администратор, мы разговариваем по ОЦ. Сэр, вы что делаете? Do you speak ну, вон машину, видите, English? Он там стоит. Прямо сюда заехал. Hello, I come from Germany and I want to show you my ninja tactic. English, please. Hallo? 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 Franziska, ты меня слышишь? Hello. Do you understand me? Digga, warum? Warum? Wieso? Hello, Cheers. Hello, my friend. Hello, where are you from, man? Oh, you understand me now? Where are you from, man? Oh, Germany. I am from Deutschland. Hallo. Auf diesem Server unzugänglich. Deutsch. Gesperrt wegen. Als Grund? Nein. Dauerhaft von diesem Server gebannt wegen ungenügend Deutsch. Was ist das? Was? Weil ich Deutsch bin? Oha, das ist Rassismus. Das ist Rassismus. Dann weiter zu Babmehningong. China. Legend. Go. Aha. Eben noch auf meinen Stuhl wollen und jetzt? Jetzt nicht mehr. Toll. Jetzt habe ich zwei Stühle hinter mir. Was ein maximaler Scam. Ich hole hier extra einen Stuhl und dann will sie nicht. So, Francisco Winkler, 19.03.99, 171 groß und ich bin das Erste. Ich sehe genauso aus. Bab-me-ming-gong. Let's go. Da wären wir wieder. Ohne Fahrbahnuntersatz. Also, Russland lief ja leider nicht so gut. Mal gucken, ob China etwas gastfreundlicher ist. Ich hoffe es doch sehr, weil ich mag China. Da hinten geht irgendwas ab. Da ist Party angesagt. Da geh mal hin. Bitte halt an, Bugatti. Oh, Mann. Hello, hello, hello. Hallo? 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 Hallo, hallo? Bab mir Ingong. Ni hao. Hallo? Hallo? Hello, hello. 这是微末,你快跟他打招呼啊。 Nada, ciao, hua. 我不会英语。 Hello? Can you speak Chinese? No, no Chinese. 是吧? Okay. You are nice, nice woman. No, I'm man. You're not a lady? Yes. What are you? I'm Lady Boy. I'm man. Sexy woman, come back. Can you give me a car, please? What? A car. Vroom vroom. I need vroom vroom, please. Yes, please give me this car. Yes. Kira, Kira. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Was ein netter Mensch. Was eine nette Dame. 我去取一下钱. Watachi. Watachi. Ling Bong, show me my hair. Watala. Chinsuda, hä? Ist das ein Admin? Ich glaube, das ist ein fucking Admin. Der denkt, ich will ihn verarschen. Oh nein. Oh nein. Der band mich weg. Never mind. Never mind. Wir sind cool. Ja, genau. Oh. Ja, moin Leute, was geht ab? Oh. Sorry. Oh, Tony Ma. Tony Mad, Ai. Bab mi ming gong. Bab mi ming gong. Bab mi ming gong. Aber die verprügeln mich ja gar nicht. Hä? Die könnten mich ja locker wegballern. Machen die nicht. Ist denen egal. Ich muss mich anschnallen. Stop. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ah, Tony Mad, Chin Zü, Hey, Bab mi ming gong. Stop. Please. Ah, man kriegt gar keinen Schaden. Das ist Anti-VDM. China number two. China number two. Bing bong, bing bong. Fuck you, mother. Bing bong, bing bong, bing bong. Bing bong. China number two. China number two. Bing bong, bing bong. Was ist passiert? Was hat er mit mir gemacht? Hat er mich einfach weggeportet? Hat er mich einfach wegtippet und mir andere Anzugsachen gegeben? Ah, hallo, hallo. Friendly. Nice. Can I drive, please? No. Why? Please, 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 please. Hä? Warum werde ich denn weggeportet die ganze Zeit? Francisco Winter wurde Hello. Zu 50 Zivildienst zugeteilt. Ich habe 50 Zivildienst? Hallo, ni hao. Where are you from? Deutschland. What? Germany. Germany? Yes. Why are you here? Holiday. This is... Holiday, holiday. We are all say Chinese, so we can understand what you say. Yes, sorry. But I speak English. Do you need a boyfriend? I don't have a boyfriend. You don't have boyfriend? Oh, wait. I want a girlfriend. How old are you?
How old are you? Me? 22. Oh, I'm already 24. Yes, that's not a problem. You can earn money for me and you and kids. I'm too old, sorry. No, you're not too old. Skip nicht zu alt. No. Yeah. You have beautiful hair. No. What's your name? What's your name? Dai Dai. Real you can name. Can see my name. Real name. It's not Dai Dai. Oh my I can't tell you. Why? Because it's dangerous. Yes, I come and fly to China and visit you. Okay. Actually, I come from Taiwan. Taiwan. Okay, I come to Taiwan and visit you. Okay. Really? I bring all my money with me and a camera team. What? I bring all my German money with me and a camera team, and we shoot a video for Goodbye Deutschland, you know? What kind of video? It's 40 plus men trying to find Japanese or Taiwan girlfriend. What? I'm fat and old. What? You're fat and old? You know? That's not a problem. I like thick woman. What? It's good. I like. Are you serious? Yes, it shows that you have money for food, you know? Can we maybe... Hello, stop. Can we make babies? You have to do your punish, your mission. Ich glaube, ich wurde 50 Minuten gejailed. Deswegen bin ich hier. Yes, I go now. Bye-bye. Bye-bye. Was eine wunderschöne, nette Seele. Tja, schade, dass ich gejailed wurde. 50 Minuten Sozialdienst. Pff, ich bin doch nicht dumm. Was gibt's denn noch so für geile Länder? Holland. Oh ja, oh ja. Amsterdam Roleplay. Let's go. Wunderbärchen, wir sind da. Und einfach Render. Einfach durchentern und den KU spielen. Oh mein Gott. Du kannst nur prügeln, wenn du im First-Person-Modus bist. Das heißt, ich kann den Guard-Massenverprügelungstrick nur machen, indem ich immer wieder in First-Person gehe. Ach du Scheiße, das wird sehr, sehr grauenhaft. Da vorne ist mein Fahrrad. Genau da, das ist mein Fahrrad. Oh, ein Admin. Wie gesagt, bin ich. Hallo. Hallo. Hallo, sprechen Sie Hallo. Deutsch? Ich spreche sehr Deutsch. Gut, sehr schön. Outfit, blau, macht nicht. Ah. Steckwörter, die gegeben. Okay, Kleidung, Kleidungsshop. Ja, Momentje. Fuck, warum ist sie Deutsch? Ja, ich komme from Germany to sell Gras, Marihuana. Bubatz. Ah, danke schön, danke. Jetzt fühle ich mich doch direkt wie in Deutschland. Wie auf einem deutschen 5M-Server. Wunderbar. Junge, wie schnell der einfach da war, hä? Guckt er einfach die ganze Zeit am Spawn, ob jemand neu kommt? Ach du Scheiße, der war ja unmittelbar sofort da. Ich glaube, ich werde beobachtet von ihm. Ich werde sehr, sehr schnell gebannt werden. Er ist auch safe noch hier irgendwo. Ey, stopp. Hey. Hi. Taxi. Hey, das kann. Waar moet je heen? Taxi? Ik heb hier taxi, maar ik kan je ergens heen brengen. Waar moet je heen? Martin Garrix? No. Tiesto? No, I'm not a DJ, mate. Sorry. Drugs verkopen? Oh. Ja. Ja. Dat doe ik wel, ja. Grün, Gras, Marihuana. Ja. Yeah. Yes. Ja, bitte zum Würfelpark, ja? Lockpark? Würfelpark. What the fuck is that name? Würfelpark. Geradeaus. Ah, wunderbar. Danke. Hallo Jungs! Ich mach hier nicht chillen. Ist hier jemand Drugs am Verkopen? Jo, ich steig einfach ein, ja? Ob ist Deutsch? Let's go! Spricht jemand Deutsch hier? Hallo? Prima. Ja, es spricht Deutsch. Ja, oh super. Wo kriege ich hier Drogen her? Drogen, Marihuana. Kokain. Kokain? Crack, Brokkoli. Sag, sind die Muff noch in meinem Auto? Ja. Verdammt! Verstehst du mich? Nein. I come all the way from Germany to buy Brokkoli. Please show me. Brokkoli. Warum? Ja, zum Rauchen. Das ist nicht gut. Kann ich fahren? Sure. Geil. Aussteigen oder es knallt? Wir sind ein Deutscher im Auto. VDM? No, warum? VDM. You know, it sounds weird, but this is how I make money, you know? By VDMing the shit out of people. Yes, I have to. No. Yes. I get banned, because I know it's my car. Oh, you will get banned for this? No. Yes. No. They will ban me, trust me. Not you. No, don't do it. Don't. Oh, sorry. No. Wait, can I write... Oh. Ich wollte ihm gerade meinen YouTube-Namen verraten, damit er weiß, warum. Auf nach Spanien und Mexico City. Es kann nur gut werden. Ah, ich muss auf den Discord connecten. Und Drufter. Sehr geil, es geht.
Junge, was ist das? Wunderbärchen. So. Ich glaube, ich gehe hier einfach so durch. Einfach Rinder. Das typische GTA 5M Intro. Geil. Jetzt kommt das Flugzeug und dann sitze ich da drin und gucke ganz nachdenklich aus dem Fenster. Wow. Wow. Unglaublich toll. Grinst nicht so, Grinsebacke. Die Map lädt nicht. Super. Das ist ja schon mal ein gutes Omen. Ah, kann eigentlich nur gut werden. Wo zur Hölle bin ich? Ah. Geiles Intro. Man spawnt direkt in der Stadt in der U-Bahn. Das ist gar nicht mal so bad. Ich finde das geil. Diese ganzen ausländischen Server, die haben alle eine andere Herangehensweise an dieses GTA Online 5M-Ding. Die Deutschen sind halt alle gleich. Keiner ist innovativ. Möchten Sie Ihr erstes Transportmittel erhalten? Ja. Was steht da? Irgendwas mit, du probierst mich aus, es geht nicht. Kein Plan. Ah, ich muss warten. Ich muss warten, bis das Intro durch ist, okay? Ah, okay, nevermind. Oh, hab ich den gerade umgeboxt? Nein. Oje, 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 oje. Hola, mi amigo. Hallo. Compi, una cosita, una cosita. English, please. And you give and you receive 100. Can you drive me, please? Muy rápido, por favor. You're interested, okay? You're interested in a weapon. Mi amigo, drive muy rápido, por favor, please. Look on el radar, please. Can you give me a medikit, please? Komm. Ich bin einfach viel smarter. Die Deutschen sind einfach wesentlich intelligenter. Ich finde es schön, dass das funktioniert hat. Sehr schön. Die halbe Polizeistation fehlt einfach. Wunderbar, Junge. Oh je. Ah, wait. Naja, zumindest nur 50 Sekunden Wartezeit und nicht 10 Minuten. Könnte ich denn noch so hin? Was sind noch so Länder, wo ich hin könnte? Ich gehe jetzt hier rein und ich bin ganz ehrlich. Ich sag direkt ehrlich raus, wer ich bin, wie ich heiße, was ich hier vorhabe. Vielleicht ist das ja ein Server, der erkennt, dass wir eine riesige Masse an Menschen sind. Junge, rechts und unten sind so komische Balken zum Hin- und Her-Swipen. Warum? Ich spiele im Vollbildmodus. Servus. Servus, guten Tag. Guten Tag. Wir wollen einreisen? In der Tat. Dann einmal bitte den Ausweis. Ja, natürlich. Sie scheinen ja nicht sehr begeistert zu sein. Ja. Servus! Also Ihren IC-Namen können Sie ja bitte ändern, ja? Wieso? Nö, das ist mein Name, den behalte ich. Nee, das ist nicht Ihr Name, den Sie behalten. Ja, doch. Nein. Das ist mein Name, den behalte ich. Nein, das ist nicht Ihr Name, der Herr. Ich würde Sie einmal bitten, jetzt Ihren Namen zu ändern. Und ja, warum soll das nicht mein Name sein? Personalausweis anschauen, Francisco Winkler. Nö, das ist mein Name, den behalte ich. Ja gut, alles klar, dann kommen Sie bitte mit, ja? Ich würde gerne mit dem Herrn hier mitgehen, der scheint mir wesentlich Sie sympathischer in meine zu sein. Einreise und wer, Sie sehen hier überhaupt niemanden, der... Könnten Sie mich bitte mit einreisen? Sie haben ein kleines Heft bekommen, was Sie durchlesen sollen. Ja. Haben Sie das getan? Natürlich. Okay. Was ist denn RDM? Leute erschießen. VDM. Leute überfahren. VAP. Den Menschen keine Chance lassen. Baiting. Cops provozieren und eine Handlung erzwingen. VLAP. Unrealistische Dinge tun. Wie viele Täter dürfen maximal den Ladenraub machen? 10. Wie viele M-Dealer und P-Dealer müssen was sein für einen Scherz machen? 10. Oh nein, er geht schon in den Admin-Anzug rein. Oh nein. Der bannt mich jetzt einfach weg. Wir haben eigentlich, wieso gehst du in den Anzug, Digga? Was machst du? Ja, was? Der geht in den Anzug, weil der mich bannen möchte sofort. Komm, ja, lass mich mal rein und dann machen wir schönes Rösti zu viert. Zu viert. Fahren zu in einem viel. Viersitzer rum. Ja, ja. Nein, Bruder, das geht nicht gut für uns, ja. Doch, klar geht das gut. Wir machen es zu viert. Du hast schon 3 von 3 Fetch. Ja, das könnte sein. Du musst dir einmal das Regenwerk geschickt haben. Ja, das ist natürlich schade. Tja, dann, also keine Promo oder so? Keine Server-Promo? Eiskalt nein? Ich dachte, ihr spammt immer irgendwie Hugo auf die 1, Hugo auf die 1. Ja, Hugo auf die 1 ist so. Also, aber. Ja, aber das funktioniert nicht mit 80 Playern, wovon 20 Teamler sind. Jungs, das ist eher Hugo auf die 16. Ja, Bruder, guck mal, das Ding ist, wenn wir dich einreisen. Ups. Sorry. Schau mal, wenn wir dich einreisen. Digga, ich war nur noch am Reden mit ihm. Einfach durchentern, hallo. Oh nein, die haben so ein Plugin installiert. Anti-Troll enabled. Für 30 Minuten. Kann ich nicht boxen? Kann ich wahrscheinlich gar nichts machen. Die werden mich niemals einreisen lassen. Never. Warum liegt da eine Spitzhacke? Servus, ja, Mr. Projektleiter. Hallo. Hallöchen. Also, wenn ihr einreisen wollt, müsst ihr... Kannst du mich bitte durchlassen? Ich würde mal sagen, du solltest dich erstmal umziehen. Das ist ganz wichtig, weil du siehst nämlich sonst aus wie so ein letzter Trollo. Ich bin kein Troller. Er ist doch kein Troller. Er ist doch ein ganz Nee, nicht Troller, sondern Trollo. Du musst ja nicht aussehen wie der letzte Mensch. Kann man nicht aussehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Siehst du das?
Ja, das sehe ich. Das ist nicht gesund. Das bleibt doch nicht so, oder? Nee, ich hoffe nicht. Ich würde mal ganz schnell wieder auf Skin 1 gehen. Das ist nämlich sonst nicht so sexy. Das ändert nichts. Ah, ach du da Scheiße. Ist er. Boah, Junge, Junge. Aber es bleibt da auch nicht so, ne? Also, geht ja nicht. Ja, so, wunderbar. Können wir das bitte einfach schnell hinter uns, ganz schnell hinter uns? Ist das cool, oder? Ja, bring mich bitte einfach rein. Oh mein Gott. Einfach das durch. Komm, einfach hier. Das darf ich nicht, sorry. Doch. Da bekomme ich so ein Teamkick. Sag einfach, ich hab bestanden. Cisco, ich liebe deine Videos über alles, aber... Sag so, einfach, ich hab bestanden, komm. Ich darf das nicht, Alter. Die Projektleitung selber sagt doch gerade schon da vorne, ist alles okay. Die hat mich ja nicht weggehauen, da weiß sie auch, wer ich bin. Ja, ey, bist du jetzt nur zum Trollen oder was machst du? Nee, ich würde mir eigentlich nur gern die Stadt angucken und ein bisschen vorstellen. Aber dafür muss ich halt jetzt dringend dadurch. Darf ich mal kurz zu der Projektleitung gehen und sie fragen, okay? Nein, bitte nicht. Ey, ich liebe deine Videos und so, ich würde dich gerne einreißen, aber ich habe über 5 Teamler und No-Clip. 5 Teamler. Ja, hä? 5. Dann sollen sie sich mal zeigen. Zeigt euch! Raus aus dem No-Clip! Ey, landet das Video auf YouTube? Ah nee, wenn hier nur Zeitverschwendung ist, dann nicht. Das wäre ja doof. Ja, okay, dann. Ja, dann geh ich jetzt selber. Dann geh ich jetzt einfach selber. Ja, okay, komm, dann. Let's go, ey. Hey, hallo. Hey, Dave. Dings. Ja, bitte? Ich möchte kein Einreisegespräch machen. Ich möchte kein Einreisegespräch machen. Doch, natürlich Cisco. Möchte ich ein Einreisegespräch machen. Ich weiß nicht, warum du immer sagst, Cisco, ich weiß nicht, was das soll. Würdest du mir das jetzt bitte einmal ganz kurz erklären? Ja, mir auch bitte. Also, erstens ist mir das egal, ob das Cisco, Osama Bin Laden, Frank Sinatra oder sonst wer ist. Ja, jeder wer soll hat das sein, ne? Recht, hier einzureisen und die RP zu spielen, wie jeder andere auch. So, und jetzt sage ich dir nochmal, mir interessiert das auch nicht, ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht. Er macht genauso ein Einreisegespräch wie jeder andere auch. Und dann ist gut. Ja, hab ich auch gesagt, hä? Der hat gesagt, ich soll das nicht machen. Dann will ich hier nicht nochmal hören. Der wollte mich auch einfach so einreisen, ohne Gespräch, der Typ. Und wir brauchen hier auch keine Fanboys. Ja, ja. Einfach mal bitte. Können wir die Anreise machen? Junge, der hat ja so was von einem Stock im Arsch, der Typ. Wer ist das? Junge, und für den arbeitest du? Für so einen Menschen machst du freiwillig den Supporterdienst. Tut mir leid, du bist ja ganz süß, ne? Aber wie blöd bist du denn? Ach du Scheiße. Okay, wie lange hält uns ein Schuss-Call? 10 Minuten. Ja, deine Regeln wegfragen kannst du dir auch einen Arsch schieben. Deine Reaktion. Wäre cool, wenn du nicht schreien könntest im Raum neben uns. Danke. Ja, bitte. Außer bei Calperico ein Schusscall. Nein. Hallo, ja? Ab wie viel denn was? Hören Sie auf zu schreien da drüben. Ich höre Sie bis in diesen Raum. Ich geh den gleich verprügeln. Darfst du Langwaffen bei dir tragen? Für was? Jetzt reicht's. Sekunde. So, jetzt hör mal zu, du Hosenscheißer. Du drückst jetzt sofort so. Y und hörst auf zu schreien. Man hört dich bis in die Räume drüben auf der anderen Seite. Ja, so, du gehst jetzt rüber. Chill mal. Was willst du denn, Hosenscheißer? Sag mal leise. Wie alt bist du? 9? Hosenkobold, was willst du von mir? Brain, beruhig dich. Jetzt lass mal kurz. Brain. Beruhig dich. Brain, jetzt lass mich in Ruhe oder ich geb dir den Kopfschuss. Dave, jetzt beruhig dich doch jetzt mal. Hallo. Jetzt hört auf, hier rumzuschreien. Das ist unrealistisch. Was geht ist denn jetzt dein Problem? Ja, dass du rumschreist durch die ganzen Räume. Ja, geh rüber. Aber dann kann man das auch höflich sagen. Habe ich doch dreimal schon gesagt. Du jetzt schreist immer noch. Jetzt geh rüber. Hab ein bisschen mehr Respekt. Hier ist ein Supporter, ja? Einreisebeamter. Siehst du meine Uhr? 2000 Jahre später. Darfst du, darf ich ihn einreisen? Hä, du stellst mir erst 20 Fragen und dann fragst du? Ja, okay, ciao. Was ein Typ, Alter. Was ein Typ. Der wichst sich ein da drauf. Safe Call. Dass der Supporter ist. Leute, es ist echt nichts Besonderes. Es ist echt nichts Besonderes. Ehrlich nicht. Ihr seid kein besserer Mensch, wenn ihr irgendeinen Billo-Rang auf einem 5M-Server habt. Kein Stück besser. Im Gegenteil. Dadurch sinkt euer Ansehen bei allen Menschen um euch herum. Na, ob ihr glaubt, dass um mich herum ein Supporter fliegt? Wahrscheinlich 5? Ey, yo, könnt ihr vielleicht aufhören, mich zu verfolgen? Ich fühle mich so beobachtet, wisst ihr? Dankeschön. Ich bin mir so sicher, die fliegen alle um mich rum. Safe. Polizei! Naja, was machen Sie da drinnen? Weg einmal gehen. Wie da drinnen, hä? Gehen Sie jetzt sofort raus. Jetzt. Hä, ich wollte mich bewerben. Ja, was ist denn mit euch los? Man hört sie auch nicht. Ja, hallo, ich wollte mich bewerben bei euch. Wir nehmen gerade keinen an. Was hat euch das jetzt gebracht, hier reinzugehen und mich wieder auszusperren? Was? Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, wer du bist, ne? Wie, wer bin ich denn, hä? Ich bin gerade eingereist. Ja, okay, ja, okay. Zack, Bumm, dafür würde ich den direkt so, ich weghauen. Sag dir mal, gut, dass sie da sind, von der Polizei. Genau sie habe ich gesucht. Ja, genau. Wo kann man sie denn hinbringen? Oh, sind sie laut. Tut mir leid. Warten Sie. Ist das so super? Oh, ist das sie so sind besser? Viel zu laut. Okay, ich rede leiser. Ist das besser so? Ganz kurz, Jungs, ihr müsst mich mal hier aufkennen. Wer ist Cisco? Kennst du den nicht? Wer soll das denn sein? Ja, ich weiß, dass du es bist, aber. Nein, entweder ist das Sound. Ich glaube, entweder das ist zu 100% ein Soundboard. Halten Sie nein, bitte ist es nicht. Halten Sie bitte an. Halten Sie an. Sagen Sie Bananenschale. Jungs, ihr müsst jetzt nicht blasi machen, weil er da was hat, ne? Sie setzen sich nach hinten und ich zeige Ihnen, dass ich fahren kann. Nein. Na komm. Cisco, was brauchst du? Komm raus. Cisco, was brauchst du? Ein Auto.
Fahrzeug. Kauf dir mal. Ich kann dir eine Supra geben, steig ein. Alles klar, das ist ein Deal. Stopp, stopp. Wollen Sie die Supra? Ja, haben? Ja, schnell, schnell, schnell. Steigen Sie ein. Oh nein! Oh, was ist das eigentlich für ein Driftding hier? Sag mal! Selber schuld! So, also. Der ist mir vor das Auto gerannt. Die ganzen Fanboys, ne? Geht doch jetzt einfach mal Streife, geh, mach was du willst. Ja, hau ab jetzt! Komm, du Obdachloser! Geh einfach mal Abflug. Tut mir mal einen Gefallen, ne? Jetzt haut mal hier ab, da geht nur... Nö, ich join einfach nicht wieder. Ist mir egal. Dann nicht.